Mein Name ist Karin Exner-Wörer. Ich leite unser Familienunternehmen, die Salzburg Aluminium AG, seit vielen Jahren. Die SAG macht etwa 200 Millionen Euro Umsatz und das mit etwa 1200 Mitarbeitern an verschiedenen Standorten. Wir sind vorwiegend in Westeuropa vertreten. Inhaltlich geht es bei uns im Wesentlichen um Tanks. Das ist im Wesentlichen ein Dieseltank für den schweren LKW, sind aber auch Druckluftbehälter für Luftfedersysteme in PKW. Und wird in weiterer Folge sicher das Thema Wasserstoff sein, das uns derzeit sehr beschäftigt, von dem wir auch sehr viel halten. Wir denken immer an die nächste Generation, auch jetzt konkret, was das Nachhaltigkeitsthema angeht. Aluminium lässt sich gut rezyklieren. Es reduziert den eigenen Energieverbrauch von 100% sozusagen beim Primäraluminium auf 5%, wenn ich es wieder einschmelze. Und es hat keinen Qualitätsverlust. Das, was uns eigentlich derzeit antreibt, ist, einen neuen Standard für die Mobilität von schweren Lkw zu schaffen und hier mitgestalten zu können. Da kommen wir mit unserer Reocasting-Technologie herein, wo wir beides lösen können, sowohl das Kostenproblem als auch das Gewichtsproblem. Unsere Strategie ist ganz klar, Tier 1 zu sein. Das bedeutet, wir sind unmittelbarer Zulieferer an die OEMs, also die eigentlichen Hersteller der Fahrzeuge. Das reicht von der BMW-Gruppe im PKW bis hin zu DAF und Iveco, Daimler Trucks North America zum Beispiel.